Mein Name ist Susanne Keulatz und ich bin die sozialpädagogische Leitung von Stähm im Norden in der Neustadt von Dortmund. Wir sind ein Zentrum für Kinder, Jugend und Familie und wir machen offene Angebote für einfach die Kinder und die Jugendlichen hier im Stadtteil. Es gibt ein offenes Kindertreffangebot und das sind einfach Kinder aus sozial schwachen Familien, Kinder aus sehr instabilen Familien, Kinder, die aus Familien kommen, die gerade erst nach Deutschland gekommen sind, die aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund kommen und die erstmal hier ankommen. Die Kinder kommen hier in ein Treffen mit Problemen wie, dass sie erstmal kein Deutsch können, dass sie keine Regeln können oder sie haben andere Formen, um mit Konflikten umzugehen. Das ist oft das Prinzip, der Stärkere gewinnt. Wir gehen auf die Kinder ein, indem wir ihnen ganz klar Regeln an die Hand geben. Zum Beispiel, wir gehen freundlich miteinander um oder wir gehen sorgsam mit Gegenständen um. Das sind erstmal ganz einfache Regeln. Und wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann geben wir ihnen eine gelbe oder rote Karte. Und dann erklären wir ihnen ganz genau, was ist gerade schiefgelaufen. Damit sie merken, es liegt nicht an der Person. Wir mögen die Kinder, die hier hinkommen. Das ist ja unsere Leidenschaft, mit Kindern zu arbeiten. Und sie können am nächsten Tag gerne wiederkommen. Jeden Tag vom Montag bis Freitag gibt es erstmal dann Mittagessen, dann gibt es eine Hausaufgabenhilfe, es gibt kreative Angebote, wo man einfach hinkommen kann. Es gibt Fußball draußen, man kann einfach Gesellschaftsspiele spielen, man kann Lego spielen, draußen aufs Trampolin gehen. Wir möchten den Kindern mitgeben, dass sie wertvoll sind, dass sie geliebt sind und dass sie ja, von Gott als ein Einfall gemacht sind und kein Zufall. Und dass sie dann selbstbewusster nach Hause gehen können oder auch mit Freunden nach Hause gehen können, als sie hier in den Treff gekommen sind.